Oh Mann. Und jetzt noch dich. Gut. Gut. Ziel ist das Büro. Der Weg ist lang. Der Weg ist lang. Laufen wir zu den nächsten Partisanen. Das ist eine Leiter. Leitern sind gut. Hier oben sind bedeutend wenig Wachen als dort unten. Stadtalarm. Warum? Tja. Blöd gelaufen, würde ich sagen. Die werden mich wohl jetzt angreifen wollen. Ich komme hier nicht ohne Angriff raus, befürchte ich. Liebe Leute, komm und schaut. Ich flehe euch an. Ich bitte euch. Was ist denn in Ihnen? Ja, ja. Du kannst nicht davonlaufen. Ja, ist ja, ist klar. Unsichtbar. So, gut, da kann ich mal aus dem Weg. Ich brauche einen Unterschlupf. Ich hätte gern mich da rein. Oder nehmen die gesetzt. Naja, gehen wir auf die Dächer. Ich habe nichts verbrochen. Dieb, elender Lump. Gut, 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 gut. Da rein, da rein, da rein, da rein. Schwupp. Dort hinten sind sie, aber sie haben mich nicht mehr gesehen, deswegen bin ich untergetaucht. Wie viel Messer habe ich eigentlich noch? 2. Die Wurfmesser finde ich ziemlich geil. So, hier rein. Und Auftrag abschließen. Die Kunde eures Erfolges kam mir zu Ohren. Abul Nukuts Tyrannei wurde beendet. Schön, das zu hören. Er tötete sie, die Männer und Frauen auf seinem Fest. Es war Gift, die Waffe eines Feiglings. Er gab ihnen die Schuld für den Krieg und sagte, er würde ihn beenden. Merkwürdig. Allerdings war der Händlerkönig bekannt dafür, ein wenig anders zu sein. Vielleicht war es nur ein Symptom seines Wahns. Vielleicht. Vielleicht. Ihr scheint zu zweifeln. Sprecht mit Al-Mualim. Er mag eine bessere Erklärung liefern. Ja, ich werde hören, was er zu sagen hat. Oh ja, da bin ich mal gespannt. Ja. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Kann ich jetzt mich zurück teleportieren? Ja, bitte. Das ist gut. Das Kurzschwert ist am besten geeignet, schnell mehrere Gegner abzuwehren. Das hast du schon mal erwähnt. Kommt, Altair, sprecht mit mir. Wie ihr wünscht. Die Kunde eures Erfolges ist zu mir gedrungen.
Ihr habt meinen Dank und den des Reiches. Die Städte von ihren korrupten Führern zu befreien, wird dem Frieden sicher dienlich sein. Seid ihr dessen so sicher? Die Art, wie Männer herrschen, spiegelt sich in den Beherrschten wider. Als ihr die Städte von Korruption befreit habt, habt ihr auch die Herzen und Gemüter des Volkes befreit. Unsere Feinde würden widersprechen. Was meint ihr? Jeder, den ich erschlug, berichtete mir merkwürdige Dinge. Sie zeigen keine Reue. Auch im Tode scheinen sie an ihren Sieg zu glauben. Auch wenn sie es nicht direkt zugaben, sie standen alle in Verbindung. Ich bin ganz sicher. Es ist ein Unterschied zwischen dem, was man uns als Wahrheit verkauft, und dem, was wir als wahr erkennen. Weise Worte. Die meisten kümmert dieser Unterschied nicht. So ist es einfacher. Aber als Assassine liegt es in eurer Natur, ihn zu bemerken, ihn zu hinterfragen. Was ist es, das diese Männer verbindet? Aber als Assassine ist es eure Pflicht, diese Bedenken zu verwerfen und eure Meister zu vertrauen. Denn es kann keinen Frieden geben ohne Ordnung. Ganz ehrlich. Und Ordnung erfordert Autorität. Ihr sprecht in Rätseln, Meister. Ihr empfehlt mir, aufmerksam zu sein und bittet mich dann, davon abzusehen. Was von beiden? Die Frage ist dann beantwortet, wenn ihr sie nicht länger zu stellen braucht. Ihr ließt mich wohl nicht nur für eine Lektion herrufen. Nun gut. Ein weiterer Rang und eine Waffe werden euch zurückgegeben. Zwei Führer sind noch übrig. Geht Tja. Und sorgt dafür, dass ihre Herrschaft endet. Ganz ehrlich. Ich kriege immer mehr das Gefühl, dass ich auf der falschen Seite bin. Und ich bin mir fast schon sicher, dass der Mann in Schwarz der Böse ist. Balance halten und ausweichen. Schwertmeister Schaden. Cool. Und einen Lebensbalken. Und eine neue Kampftechnik, wie es scheint. Altair, mich dünkt, meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Ganz ehrlich, das vielleicht erzählst du das ihnen öfteren. Zeigen, was ihr wisst. Ja. Beziehungsweise sie zeigen mir, was ich jetzt Neues weiß. Ausweichen. Das ist eine Fähigkeit, die ich gerne nehme. Prächtig. Das Werk eines Meisters. Und so, meine Schüler, sollte ein Mann kämpfen. Ausweichen ist cool. Das wollte ich schon des Öfteren machen. Ihr seid beschäftigt. Ich verstehe. Aber gut, jetzt weiß ich auch, dass ich's erst lernen musste. Wovor flieht dieser Narr denn? Wovor ich fliehe? Ich möchte, jetzt sehen wir auch, ich möchte ins nächste Ziel. Aiken. Zum Büro gleich. Wenn sie entdeckt wurden, schlagen sie Haken oder klettern sie über Gebäude, um den Sichtkontakt zu den Verfolgern zu unterbrechen. Haken schlagen? Bin ich ein Hase? Akon. Aiken? Akon? Reden wir erstmal mit dem Typ. Rafik. Die Kunde eurer Taten verbreitet sich schnell. Anscheinend seid ihr aufrichtig bemüht, euch reinzuwaschen. Ich tue, was ich kann. Und manches Mal gelingt es euch. Mich dünkt, es ist euer Auftrag, der uns zusammenführt. Ja, Wilhelm von Montferrat heißt das Ziel. Was könnt ihr mir über den Mann sagen? Wilhelm wurde zum Regenten ernannt, solange der König seinen Krieg führt. Dies gilt vielen als wunderlich, bedenkt man den Zwist zwischen Richard und Wilhelms Sohn Konrad. Ich dagegen halte es für sehr weise. Weise? Weshalb? Richard und Konrad sind in vielerlei Dingen nicht eins. Obwohl sie sich zivilisiert benehmen, heißt es, dass sie einander nicht wohlgesonnen sind. Und dann gibt es da noch die Geschichte mit den gefangenen Sarazenen aus Akkon. So ist Konrad nach Tyros zurückgekehrt und Richard hat Wilhelm genötigt, hier als sein Gast zu verweilen. Ihr meint als Geisel? Wie ihr es auch nennt. Seine Anwesenheit sollte helfen, Konrad im Zaum zu halten. Ich habe mich nie für Politik interessiert. Aber ihr seid euch bewusst, dass eure Taten die Zukunft des Landes beeinflussen. Ja. Auch ihr seid ein Politiker. Auf eure Weise. Wie ihr es sagt. Wo also schlagt ihr vor, soll ich mit der Suche beginnen? In Richards Zitadelle, südwestlich. Oder eher auf dem Markt davor. In dieser Richtung liegt auch die Heiligkreuzkathedrale. Ein belebter Ort mit sehr vielen redseligen Bürgern.
Als letztes versucht es im Westen, wo der Ketten- und der Hospitaliterbezirk aufeinandertreffen. Dort solltet ihr fündig werden. Wohlan, dann werde ich euch nicht weiter stören. Ihr stört ganz und gar nicht. Gut. Neues Ziel, neues Glück. Wir müssen als erstes diesen Aussichtspunkt einnehmen und können dann sehen, was es in diesem neuen Gebiet gibt. Ach, dort vorne, seht ihr sie? Die wunderbare Mauer. Fast unsichtbar. Okay, es scheint einfach. Hier endet dein Leben! Musste das sein? Ist es nicht viel schöner, unwissend zu sterben? Neues Gebiet. Ich komme. Shit. Um Gottes Willen. Jetzt habe ich schon wieder. Bevor ich irgendwas Richtiges gemacht habe, bin ich einfach runtergesprungen. Ja, das wird... Oh Mann. Nein! Nein! Wie... Was? Warum tut er das? Das frage ich mich auch, ganz ehrlich. Warum tut er das? Ungeduld? Jugendhaftigkeit? Blöde Kameraführung? Man weiß es nicht, man munkelt nur. So. Aber jetzt. Da ist auch so eine riesige Kathedrale. Akon. Akon ist also das Okay, gut zu wissen. Das scheint mir so, die eine Stadt ist pro Araber, die andere pro Europäer und die andere ist, also Jerusalem ist so Mischmasch. Jetzt kann ich nach unten. Hier gibt's einiges Neues an Aussichtsplattformen. Er kann nicht bei Verstand sein. Betrunkene. Puisse le Seigneur me donner la porte, mes chats. J'ai besoin. Les Heide, dafür wirst du sterben. Euch hol ich mir. Einen Templer erledigt. Nicht absichtlich, aber immerhin. Das ist die nächste Aussichtsplattform. Wo muss ich hier... Beziehungsweise wo... Ah, hier. Direkt an der... An der Mauer. Ich würde gerne diesen Rundumblick mal abbrechen, weil nach einigen Malen ist er schon langweilig geworden. Auch wenn die... Oh, am Wasser, geil. Aber da komme ich ja später hin. Ich liebe ja Wasser. Aha, Taschendiebstahl. Fällt gar nicht auf. Tu n'as rien à faire ici. Dis-moi ça. Du bist ein toter Mann. Das muss ich mir nicht anschauen. Gut, dass ihr gerade vorbeikommt. Wer war das?
Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Partisan. Ich schuld. Lieber Rat der Kantine! Dafür werdet ihr teuer, wenn ich dich nicht einmischen sterben. Ihr wagt es, euch einzumischen. Verliert ihr nicht. Bewegung, verdammt. Tschüss, Fini. Ihr wagt es, euch